Nochmal, Assalamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Verzeiht uns die Verspätung. Möge Allah euch belohnen. Aber solange ihr in der Moschee seid, seid ihr im Guten, ja? Seid ihr im Gebet, seid ihr im Hause Allah subhanahu wa ta'ala. Das Thema ist, wie halt bekannt gegeben worden ist, was bedeutet es, Muslim zu sein? Es ist eine Vortragsreihe, die wir abhalten mit verschiedenen Themen. Wir waren schon mehrmals hier gewesen und haben halt das eine oder andere erwähnt. Und heute reden wir über die Beziehung vom Muslim und seinen Eltern. Also der Muslim und seine Eltern. Also dieses Thema, diese Vortragsreihe ist einfach, um zu verdeutlichen, was der Muslim eigentlich für Aufgaben hat. Was der Muslim machen muss, was er unterlassen muss. Denn Muslim sein bedeutet, sich an bestimmte Regeln zu halten. Sehr interessant für die Brüder, die konvertiert sind, und sehr interessant auch für die Brüder, die zum Islam wieder zurückgekehrt sind. Damit wir wissen, okay, was müssen wir machen? Was ist wichtig, was ist weniger wichtig? An was müssen wir uns halten? Denn der Islam ist eine Lebensweise. Der Islam ist keine Tradition. Der Islam ist kein Spiel, kein Hobby, sondern es ist ein Leben. Ja, deswegen, Islam bedeutet Ergebung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und es hat Regeln, es hat Grundsätze, an die man sich halten muss. Heute reden wir über den Grundsatz der Muslim und seine Eltern. Wir reden auch hier, nochmal, wir reden hier in diesem Unterricht über den wahren Muslim. Ja, es gibt Muslime, ja. Wir gehören nicht zu denen, die jetzt Muslime aus dem Islam ausschließen. Aber es gibt zwei Arten der Muslime. Es gibt im Allgemeinen Muslime und es gibt die wahren Muslime. Deswegen sage ich zum Beispiel immer, wenn jemand nicht betet. Ihr wisst ja, die Gelehrten zur Zeit des Propheten, zur Zeit der Sahaba radiallahu anhu bis heute, sind sich uneinig über denjenigen, der das Gebet unterlassen hat, ob er überhaupt noch Muslim ist. Ich sage immer, wer nicht betet, ist kein wahrer Muslim. Ich sage nicht, er ist Kafir, aber ich sage, er ist kein wahrer Muslim. Jemand, der sich als Muslim nennt und bezeichnet und Drogen verkauft, Alkohol trinkt, Unzucht begeht, ich sage immer zu diesemjenigen, das ist kein wahrer Muslim. Und genauso hier. Wir wollen hier in diesen Unterrichtsreihen lernen, was bedeutet, ein wahrer Muslim zu sein. Hier sagt der Verfasser von diesem Buch, also wir zitieren aus einem Buch, ja, Schachsiyatul Muslim von Sheikh Ali al-Hashimi, rahimahullah, und auf Deutsch Charakter des Muslim oder auch hier der Titel der ideale Muslim. Ja, er erwähnt verschiedene Dinge. Hier an diesem Kapitel, Kapitel 3, sagt er, der wahre Muslim behandelt die Eltern mit Güte und Respekt. Der wahre Muslim, nicht irgendein Muslim, der wahre Muslim behandelt seine Eltern mit Güte und Respekt. Birru al-Walidayn. Ja, sagt man auf Arabisch. Birru al-Walidayn. Das heißt, die Güte und der Respekt gegenüber den Eltern. Er sagt, eines der charakteristischen Merkmale eines wahren Muslims ist die respektvolle und gütige Behandlung seiner Eltern. Denn der gütige und respektvolle Umgang mit den Eltern ist eines der wichtigsten Gebote des Islams, wie es ganz klar im Koran und in der Sunnah bestätigt wird. Es ist eine große Sache, keine kleine Sache, die wir einfach so auf Seite schieben können, sondern es ist etwas Bedeutendes, die Eltern gut zu behandeln. Und gleich werden wir auch sehen, was es bedeutet, aus dem Koran und der Sunnah des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ein Muslim, der diesem Gebot, das heißt Güte zu Eltern, dass ein bedeutendes Thema in Allahs Buch und in der Sunnah seines Propheten ist, wahrlich folgt, muss durch diese gütige und respektvolle Haltung seinen Eltern gegenüber charakterisiert werden können. Also, wenn wir wissen wollen, wer die rechtschaffenen Muslime sind, dann schauen wir, wie gehen sie mit den Eltern um. Okay? Die Geschwister, die heiraten wollen. Okay? Ein Tipp, wenn du wissen möchtest, ob die Schwester eine vernünftige Ehefrau sein wird, schau, wie sie mit ihren Eltern umgeht. Deswegen ist es immer wichtig, beim Kennenlernen, ja, die Schwester zu fragen, wie stehst du zu deinen Eltern? Auch wenn sie nicht Muslime sind. Auch wenn sie nicht Muslime sind. Ja? Sind Schwestern heute hier? Ja. Auch die Schwestern genauso. Die Schwester, wenn sie einen Bruder kennenlernen möchte oder kennenlernt für die Heirat, eine der grundlegenden Fragen, die du stellen musst, ist, wie stehst du zu deinen Eltern? Wie ist die Beziehung zu deinen Eltern? Weil hier, ein wahrer Muslim, er wird durch diese Sache charakterisiert. Durch diese Sache wird er bezeichnet und wird er erkannt. Hier sagt man, okay, MashaAllah, das ist ein praktizierender Muslim. Nicht, der trägt einen Bart bis hier und benutzt sein Siwak und so weiter und beleidigt seine Mutter, ignoriert seinen Vater und so weiter. Das ist keine Frömmigkeit. So einer ist kein frommer Muslim, ist kein wahrer Muslim. Dann sagt er weiter, er erkennt ihren Status an und kennt die Pflichten ihnen gegenüber. Also, erstmal erkennt er, dass das seine Eltern sind und dass sie eine Stufe haben, die über ihn steht. Das ist so, im Islam gibt es Stufen. Das heißt nicht, dass der oben ist, den unten. Das heißt nicht, dass derjenige, der eine höhere Stufe hat als der andere, den anderen unterdrückt, missachtet, missbraucht und keine Ahnung. Nein. Es ist einfach, um zu wissen, okay, wie muss ich denjenigen behandeln? Er steht über mir. Zum Beispiel die Eltern stehen über mir. Ich muss sie anders behandeln. Der Mann steht der Frau über. Das heißt, die Frau muss schauen, wie behandle ich diesen Mann, den Ehemann. Er steht über mir. Ja? Das heißt, erstmal erkennt der wahre Muslim den Status der Eltern, dass sie wichtig sind, dass sie über einen stehen. Und er kennt die Pflichten ihnen gegenüber. Das heißt, er liest den Koran, er liest die Sunnah und weiß ganz genau, okay, das darf ich meinen Eltern gegenüber machen, das darf ich ihnen sagen, das darf ich mit ihnen unternehmen und das darf ich nicht und das darf ich nicht und das darf ich nicht. Das heißt, er kennt die Regeln ganz genau. Der Islam hat dem Status der Eltern eine Bedeutung verliehen, die in allen anderen Religionen unbekannt ist. Der Islam zeichnet sich immer wieder aus, ja? In mehreren Aspekten. Unter anderem in diesem Aspekt. Es gibt keine Religion auf dieser Welt, wo es dieses Prinzip gibt. Birru al-Walidayn. Die Güte gegenüber den Eltern auf diese Art und Weise gibt es nicht. Es gibt in der Bibel keine Anleitung, wie du deine Eltern genau behandeln sollst. Es gibt in den Schriften der Hindus, in den Schriften der Buddhisten keine genaue Wortform, keine genaue Anleitung, keinen genauen Ratschlag, wie du mit deinen Eltern umgehen sollst. Außer im Islam. Warum? Weil der Islam gibt jedem Menschen sein Recht. Der Islam gibt jedem Menschen, egal in welcher Position er ist, seine Position und sein Recht. Hier zum Beispiel die Eltern. Warum werden die Eltern so behandelt? Warum gibt es dieses Prinzip von der Güte gegenüber den Eltern? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, diese Eltern haben das Recht, so behandelt zu werden. Warum? Weil sie haben dich gezeugt. Sie haben dich erzogen. Sie haben dir Essen und Trinken gegeben. Sie haben sich um dich gekümmert, als du noch klein und schwach gewesen bist. Das heißt, der Islam gibt jedem, der ein Anrecht hat, sein Anrecht. Hier zum Beispiel die Eltern. Und deswegen macht sich auch der Islam damit besonders, ja, deswegen wird er auch bekämpft nebenbei. Warum wird der Islam so sehr bekämpft? Weil er besonders ist. Weil er für alle Lebenslagen eine Antwort gibt, eine Anleitung gibt. Er hat Güte und Respekt den Eltern gegenüber auf einen Rang gehoben, der nur eine Stufe unter dem Glauben an Allah und der wahren Hingabe an ihn steht. Also die Behandlung der Eltern hat so eine hohe Stufe, dass sie nach dem Tawhid kommt. Nach dem Monotheismus, nach dem Eingottglaube kommt die Behandlung der Eltern. Allah hat viele Verse offenbart, welche die Auffassung dass die Zufriedenstellung der eigenen Eltern an zweiter Stelle nach der Zufriedenstellung des Allerhöchsten Allah kommt, bestärken. Also es gibt Verse, die ganz genau zeigen und ganz genau bestärken, dass die Zufriedenstellung der Eltern nach der Zufriedenstellung Allahs kommt. Direkt danach. Der Respekt gegenüber den Eltern wird als eine menschliche Tugend angesehen, die nur eine Stufe unter den Glauben an ihn steht. Also eine Tugend, eine Frömmigkeit, eine Ibadah, die direkt nach der Ibadah zu Allah kommt. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dient Allah alleine, widmet eure Gebete nur Allah alleine und gesellt ihm nichts bei. Und zu den Eltern sollt ihr gütig sein. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Direkt nach dem Tawhid, nach dem Monotheismus, nach dem Eingottglauben, der der wichtigste Aspekt ist im Islam. Ja, die Shahada ist die erste Säule, la ilaha illallah. Direkt danach kommt die Güte zu den Eltern, dass du gut zu deinen Eltern sein sollst. Deswegen ist es fatal, dass wir immer wieder über den Tawhid reden, Tawhid, Tawhid, und dabei unsere Eltern wie Dreck behandeln. Was ist das für ein Tawhid, den du trägst, wenn du deine Eltern schlecht behandelst? Er sagt weiter, also ist ein wahrer Muslim gütiger und respektvoller gegenüber seinen Eltern als zu irgendeinem anderen Menschen auf dieser Welt. Egal wer sie sind. Seien sie seine Freunde, seien sie seine Schulkameraden, sei es seine Freundin, was sowieso verboten ist, Freund, Freundin haben im Islam. Die Eltern sind wichtiger, sei es seine Frau und seine Kinder. Eine Katastrophe, die wir heute sehen, bei Männern, die ihre Frauen über ihre Mutter stellen, die ihre Kinder über ihre Eltern stellen. A'udhu Billah. Du sollst deine Frau gut behandeln, deine Kinder auch, aber deine Eltern haben mehr Anrecht, gut behandelt zu werden, als deine Frau und deine Kinder. Deswegen sagt er, ein wahrer Muslim ist besser zu seinen Eltern als zu jedem anderen Menschen. Du siehst heute Jugendliche, Allahu Musta'an, und bei Allah ist die Hilfe, die ihre Freunde besser behandeln als ihre Eltern. Und es kommt noch schlimmer. Es gibt Jugendliche, die sich mit ihren Eltern streiten wegen ihren Freunden. Die ihre Eltern wie Dreck behandeln wegen ihren Freunden. Und dann heißt es, kannst du bitte mit mir zum Termin? Kannst du bitte den Müll rausbringen? Oder kannst du bitte etwas für mich erledigen? Nein, ich habe keine Zeit. Ich treffe mich mit meinen Kollegen. Ich treffe mich mit den Kumpels. Wir gehen Eis essen. Wir gehen dorthin, wir gehen dorthin. Und dann streitet er sich sogar mit seinen Eltern darüber. Flucht über seine Eltern. Beleidigt seine Eltern. Wegen wem? Wegen irgendwelchen dummen Freunden, die sich sowieso spätestens am jüngsten Tag von ihm abwenden werden und sich von ihm lossagen werden. A'udhu Billah. Der Koran zeichnet ein lebendiges Bild vom hohen Rang der Eltern. Und er erklärt in exzellenter Weise, auf perfekte Art und Weise, wie der Muslim seine Eltern behandeln soll. Das heißt, der Islam sagt nicht einfach nur, sei gut zu deinen Eltern. Nein, er gibt dir ganz klare Anweisungen, ganz klare Tipps und Ratschläge, wie du mit deinen Eltern vorgehen sollst. Falls einer oder beide ein hohes Alter und die Stufe der Senilität und körperlichen Gebrechlichkeit erreichen. Also, du sollst deine Eltern gut behandeln. Da sind wir uns alle einig. Aber du sollst sie nochmal extra gut behandeln, wenn sie senil werden. Was heißt senil? Das heißt, wenn sie vergesslich werden, wenn sie etwas kindisch werden. Ja, wenn sie gebrechlich werden, wenn sie krank werden, dann musst du sie erst recht gut behandeln. Du musst sie pflegen, so wie sie dich gepflegt haben. Ja, richtig. Was ist falsch daran? Dass du sie pflegst, dass du sie wäschst, dass du sie zum Bett bringst. Schließlich haben sie es mit dir auch getan. Ja, wie lange? Jahre, über Jahre haben sie es getan. Über Jahre haben sie dich gepflegt. Der Muslim kümmert sich auf eine Art und Weise um sie, wie dies zuvor, bevor das Licht des Islams auf der Erde erschien, unbekannt war. Es war unbekannt, es gab es gar nicht, dass man so mit den Eltern umgehen soll. Ja, die Araber, Quraysh, hatten bestimmte Charakterzüge, die es auch im Islam gibt. Deswegen hat der Prophet gesagt, ich bin geschickt worden, um die Charakterzüge zu vervollständigen. Das heißt, Quraysh, die Muschrikun von Quraysh, hatten Charakterzüge, die korrekt gewesen sind, vernünftig gewesen sind, gut gewesen sind. Aber es gab immerhin viele Charakterzüge und die meisten Charakterzüge hatten sie nicht, wie zum Beispiel der Umgang mit den Eltern. Weil der Umgang mit den Eltern muss auch auf einer vernünftigen Art und Weise geschehen. Ohne Ghulu, ohne Übertreibung. Weil Quraysh haben ihre Eltern übertrieben behandelt. Wenn der Vater und die Eltern gesagt haben, spring aus dem Fenster, haben die das gemacht. Sie haben gesagt, das sind meine Väter, meine Eltern. Genauso heute leider. Du sollst deine Eltern gut behandeln, aber übertreibe nicht. Gebe ihnen die Stufe, die Allah ihnen gegeben hat und nicht darüber. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und dein Herr hat bestimmt, ja? Euer Herr, dein Herr hat bestimmt, dass ihr nur ihm dienen sollt und zu den Eltern gütig sein sollt. Das heißt, Allah hat das bestimmt, das ist ein Gesetz. Genauso wie der Tawhid ein Gesetz ist, das heißt, dass man nur Allah anbeten soll, keine Götzen anbeten soll, genauso ist es Gesetz, dass man die Eltern gut behandeln soll. Dann sagt er weiter, wenn nun einer von ihnen oder beide bei dir ein hohes Alter erreichen, so sag nicht zu ihnen, uff. Wala taqul lahuma uffin. Sag nicht dieses Wort, uff. Ja, also behandle sie gut. Du darfst zu ihnen nichts sagen, was sie bedrängt, was sie nicht mögen. Nicht mal dieses Wort mit zwei Buchstaben, uff. Das sind zwei Buchstaben, ein Wort mit zwei Buchstaben, Subhanallah. Darfst du nicht sagen. Wenn sie dir sagen, mach bitte das für mich, tu bitte das für mich. Oh Mann, ich schon wieder. Warum immer ich? Warum nicht mein Bruder? Warum nicht meine Schwester? Das darfst du nicht sagen. Wenn du ein wahrer Muslim bist, ein Gläubiger bist, wie ist es dann noch mit Beleidigungen, Diskussionen, Streitereien? Er sagt, sag ihnen nicht mal uff. Und fahre sie nicht an. Streite nicht mit ihnen. Diskutiere nicht mit ihnen. Sondern sag zu ihnen ehrerbietige Worte. Sag ihnen edle Worte. Schöne Worte. Und senke für sie aus Barmherzigkeit den Flügel der Demut. Wie sollst du deine Eltern behandeln? Du sollst sie behandeln, wie ein Sklave seinen König behandelt. Du musst vor deinen Eltern sein, wie ein Sklave vor dem König. Nicht irgendeiner vor dem König, sondern der Sklave des Königs. Der Sklave des Königs, der Diener des Königs ist in der Regel demütiger als jeder andere. Wenn wir einen König haben, okay, dieser König hat Minister, hat Statthalter, Vertreter und so weiter. Sie alle verhalten sich demütig ihm gegenüber. Aber der Sklave, der Diener, verhält sich nochmal demütiger gegenüber dem König. Warum? Weil er in der Stufe niedriger ist gegenüber dem König als ein Minister oder ein Statthalter oder. Genauso der Sohn und die Tochter. Du stehst nicht auf einer Stufe mit deinen Eltern. Vergiss es. Vergiss es. Du bist unter ihnen. Und so musst du dich auch verhalten. Du musst dich ihnen gegenüber verhalten, wie ein Sklave gegenüber dem König verhält. Und senke für sie aus Barmherzigkeit den Flügel der Demut und sag, mein Herr, erbarme dich ihrer. Waqul rabbirhamhuma. Gib ihnen Barmherzigkeit. Wofür? Wie sie mich aufgezogen haben, als ich klein war. Warum sollen sie Barmherzigkeit bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala? Weil sie mich gepflegt haben, weil sie mich erzogen haben, weil sie mich gefüttert haben, ernährt haben, weil sie mir geholfen haben, als ich noch klein und schwach gewesen bin. Dies ist ein göttliches Gebot für den Muslim, welches in der Form einer endgültigen und unmissverständlichen Anordnung präsentiert wird. Also dieses Gebot ist ohne Missverständnis. Keiner kann jetzt hingehen und sagen, nee, nee, damit ist gemeint, dass du deine Eltern schlagen sollst oder dass du deine Eltern anspucken sollst oder so. Nee, es ist ganz klar dieses Gebot. Du sollst deine Eltern auf beste Art und Weise behandeln. Und dein Herr hat bestimmt, dass nur ihm dienen und zu den Eltern gütig sein sollt. Diese Worte verweisen auf die starke Verbindung zwischen der Anbetung Allahs und der Behandlung der Eltern mit Güte und Respekt. Warum? Warum haben wir auf der einen Seite die Ibadah und auf der anderen Seite, also die Anbetung zu Allah und auf der anderen Seite die Güte gegenüber den Eltern? Weil, warum haben wir diese Konstellation? Auf der einen Seite Ibadah, auf der anderen Seite die Güte zu den Eltern, weil es mit dem Recht zu tun hat. Warum dienen wir Allah? Weil er das Anrecht hat, angebetet zu werden. Er hat es verdient, angebetet zu werden. Warum sind wir gut zu den Eltern? Weil sie es verdient haben. Sie haben es verdient. Sie haben verdient, dass wir gut zu ihnen sind. Das heißt, es hat etwas mit dem Recht, mit dem Anrecht zu tun. Daher wird der Status der Eltern zu einem solchen Rang erhoben, dem ihm weise Männer, Reformer und Philosophen nicht zuschreiben konnten. Keiner konnte so eine Stufe den Eltern zuschreiben, außer Allah subhanahu wa ta'ala und sein Gesandter. Dieser Vers endet nicht mit der Schilderung dieses lebendigen Bildes des Respekts zu den eigenen Eltern, sondern er geht noch weiter. Er symbolisiert die Kräfte der Barmherzigkeit, des Mitgefühls und der Güte in den Herzen der Kinder auf eine sanfte Weise, die von Menschlichkeit erfüllt ist. Das heißt nicht einfach nur, sei gut zu deinen Eltern, sondern Allah sagt, wenn nur einer von ihnen oder beide bei dir ein hohes Alter erreichen, dann sollst du ihnen nicht mal Uff sagen. Wenn sie das Alter der Senilität und Altersschwäche erreichen, sind sie unter deiner Fürsorge. Nicht, dass du sie zum Altersheim schickst. Im Islam gibt es keine Altersheime. Es sei denn, da gibt es jemanden, der alt geworden ist und keine Kinder hat oder so. In diesem Fall, okay, gibt es im Islam Heime, Häuser, wo dieserjenige dann gepflegt wird und so weiter. Aber in der Regel gibt es sowas nicht. Traurigerweise müssen wir sehen, wie in den muslimischen Ländern jetzt auch Altersheime gebaut werden. Warum? Weil der Mann und die Frau, sie haben keine Zeit, sie sind am Arbeiten, können sich nicht um den Vater sorgen, um die Mutter sorgen. Was machen sie? Dann schicken sie die Eltern zum Altersheim und besuchen sie nicht zum Weihnachten. Nein, bei uns ist es anders. Wir besuchen dann die Eltern dann zum Eid. Ja? Zum Eid al fitr und Eid al-Adha. Zum Bayram. Assalamu alaikum, Eid Mubarak. Tschüss. A'udhu Billah. Sowas gibt es nicht im Islam. Im Islam gibt es die Pflege gegenüber für die Eltern. Du sollst sie pflegen. Weil sie haben dich gepflegt. Was für eine Undankbarkeit ist das, dass du sie einfach so in den Altersheim schickst. Wenn sie das Alter der Senilität und Altersschwäche erreichen, sind sie unter deiner Fürsorge und du musst vorsichtig sein, wie du sie behandelst. Und hier, wenn du sie pflegst, dann musst du sie mit einer aufrichtigen Nia pflegen. Nicht wie manche, die einfach nur Geld haben wollen, Pflegegeld haben wollen. Dann streiten sich die Geschwister, wer pflegt ihn, wer nicht. Warum? Weil man bekommt dann Pflegegeld, ne? Man bekommt dann vielleicht eine größere Wohnung, weil der Vater halt eingeschränkt ist und so weiter. Und dann streiten sich die Kinder. Man sagt, MashaAllah, guck mal, wie die sich streiten um ihren Vater. Aber es geht sich nur um Geld. A'udhu Billah. Und nein, gibt es hier in Deutschland auf jeden Fall. Deine Nia soll aufrichtig sein. Du sollst es machen für Allah. Auch wenn du dafür Geld bekommst, Pflegegeld oder so. Ist egal. Hauptsache, du behandelst ihn gut für Allah subhanahu wa ta'ala. Vermeide es, ein Wort der Beschwerde oder des Zorns ihnen gegenüber zu äußern. Du sag nicht zu ihnen uff und fahre sie nicht an. Du musst dir die Zeit nehmen, nach den richtigen Worten, die du an sie richtest, zu suchen. Das heißt, bevor du mit deinen Eltern redest, musst du erstmal wissen, okay, wie rede ich mit ihnen? Welches Wort benutze ich, damit sie nicht gekränkt werden, damit sie nicht verletzt werden? Du musst dir die Zeit nehmen, nach den richtigen Worten, die du an sie richtest, zu suchen. Worte, durch die sie sich geliebt und angenommen fühlen. Sondern sag zu ihnen ehrerbietige Worte, edle Worte. Deine Einstellung ihnen gegenüber sollte eine des Respekts, der Demut und des Gehorsams sein. und senke für sie aus Barmherzigkeit den Flügel der Demut, sagt Allah, und bete für sie angesichts der unvergesslichen Wohltaten, die sie für dich getan haben, indem du Allah subhanahu wa ta'ala um Barmherzigkeit für sie bittest. So sagte einer der Gelehrten, wer seinen Eltern danken will, der kann es nur dann machen, wenn er nach jedem Gebet Dua oder in jedem Gebet Dua macht für seine Eltern. Er hat gesagt, wer bei jedem Gebet Bittgebet macht für seine Eltern, der hat seinen Eltern gedankt. Dann erst dankst du deinen Eltern. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, das heißt, mach Dua zu Allah. Sag, oh Allah, in deiner Dua, im Gebet, habe Barmherzigkeit mit ihnen, so wie sie mich auferzogen haben, so wie sie mich erzogen haben und sich um mich gekümmert haben, als ich klein gewesen bin. Ein offenherziger Muslim findet zahlreiche Stellen im Koran, welche seinen Respekt für seine Eltern vermehren und die ihn dazu ermutigen, sie gütig zu behandeln. Deswegen ist es wichtig, dass wir immer wieder den Koran lesen. Weil der Koran ist voller Weisheiten, voller Guten und mit Regeln verbunden, die wir einhalten sollen. Hier sehen wir zum Beispiel in mehreren Versen, und dient Allah und gesellt ihm nichts bei. Und zu den Eltern sollt ihr gütig sein. Ach, kannst du kurz, ist es dein Sohn? Barakallahu fik, Bruder, bitte. Und wir haben den Menschen anbefohlen, seine Eltern mit Güte zu behandeln. Anderer Vers. Dann wieder ein anderer Vers. Und wir haben den Menschen seine Eltern anbefohlen. Seine Mutter hat ihn unter wiederholter Schwäche getragen. Jeder, der sich die islamischen Quellen im Hinblick auf die gütige Behandlung der Eltern vergegenwärtigt, also jeder, der diese Verse anschaut und wirklich darüber nachdenkt, wird auch genügend Hadith finden, die diese Botschaft der oben zitierten Ayat bekräftigen. Es gibt natürlich auch unzählige Hadith, die dieses Thema behandeln. Sie erwähnen mehrmals die Tugenden der Güte und des Respekts gegenüber den eigenen Eltern. Sie warnen vor Ungehorsam gegenüber den Eltern oder gar vor deren Misshandlung. Also der Ungehorsam gegenüber den Eltern, der schlechte Umgang gegenüber den Eltern ist eines der Großsünden. Ja? Ist einer der Großsünden im Islam. Der Prophet ﷺ wurde gefragt von Abdullah Mas'ud, ich fragte den Propheten, welche Tat wird von Allah am meisten gemocht? Er antwortete, das rechtzeitige Verrichten des Gebets. Das Gebet in der richtigen Zeit beten, pünktlich beten. Ich fragte ihn und danach. Er sprach, Güte und Respekt gegenüber den Eltern, Birru al-Walidayn. Ich fragte ihn und danach, er antwortete, der Dschihad um Allahs Willen. Bei Bukhari Muslim überliefert. Das heißt, es ist eine der besten Taten nach dem Gebet und vor dem Dschihad für Allah subhanahu wa ta'ala. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, der ein großartiger Lehrer war, platzierte die Güte und den Respekt gegenüber den Eltern zwischen zwei größten Taten im Islam. Dem Gebet zur bestimmten Zeit und dem Dschihad um Allahs Willen. Was für einen hohen Status der Prophet ﷺ den Eltern gegeben hat, zwischen Gebet in der Zeit und dem Dschihad für Allah subhanahu wa ta'ala. Ein Mann kam zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, um den Treueid abzulegen, also um die Bay'at zum Propheten ﷺ zu geben. Und zu versprechen, an der Hijra und dem Dschihad teilzunehmen, also der Auswanderung und dem Kampf für Allah subhanahu wa ta'ala damals teilzunehmen, in der Hoffnung auf den Lohn Allahs. Der Prophet hatte es nicht eilig, seine Bay'at zu akzeptieren, sondern er fragte ihn, ist einer deiner Eltern am Leben? Der Mann sagte, ja, beide. Schaut mal, dieser Mann wollte kämpfen mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Ja? Er hat ihn aber erstmal gefragt, sind deine Eltern am Leben? Der Mann sagte, ja, beide. Der Prophet fragte, und willst du dir Allahs Belohnung zu erhalten? Willst du belohnt werden dafür, dass du deine Eltern gut behandelst? Der Mann antwortete mit ja. Also sagte ihm der gutherzige und mitfühlende Prophet sallallahu alaihi wasallam, geh zurück zu deinen Eltern und leiste ihnen auf die bestmöglichste Art Gesellschaft. Er hat ihm gesagt, geh nicht zum Dschihad, zum Kampf, sondern kehre zurück zu deinen Eltern und behandle sie gut. Subhanallah. Heute siehst du Leute, okay, es ist jetzt mittlerweile vorbei, diese große Fitna-Versuchung von Daesh ist zwar vorbei, aber viele Jugendliche haben ihre Eltern verlassen, missachtet und sind irgendwo nach Syrien oder nach Irak gegangen, um ihren Eltern irgendwann mal zu sagen, ihr seid so und so, ihr seid so und so, ich habe nichts mehr mit euch zu tun. A'udhu Billah. Wie kann man nur so eine kranke Einstellung haben? Dass man seine Eltern so missachtet. Und dann ist es meiner Meinung nach bei den nicht-muslimischen Eltern etwas schlimmer, weil sie ihnen sagen, ihr seid Kuffar. Ja, gab es. Ihr seid Kuffar, ihr seid Ungläubige. Und wenn ich euch begegnen würde, würde ich euch töten. Ist das der Islam? Ist das die Barmherzigkeit des Islams? Ist das die Dua? Wie sollen so welche Eltern über den Islam denken? Subhanallah al-Azim. Wie sollen diese Eltern über die Muslime denken? A'udhu Billah. Kleine Mädchen, 15, 16, 17 Jahre alt, hauen ab von zu Hause. Ohne männliche Begleitung. Um jetzt zu weinen, Blut zu weinen. Und zu sagen, wir wollen ja zurück nach Deutschland. Bitte lass uns zurück. Ja, ich habe einen deutschen Pass, sagt die eine. Ich habe einen deutschen Pass, ich bin Deutsche. Jetzt sagst du das? Jetzt, nachdem alles zu spät ist? Ich meine, nichts ist zu spät. Man kann immer noch bei Allah bereuen. Aber wie viel habt ihr kaputt gemacht? Ihr habt eure Eltern kaputt gemacht. Eure Familien kaputt gemacht. Den Islam habt ihr durch den Dreck gezogen. Und dann heißt es ja, ich möchte zurück nach Deutschland. Ich möchte zurück zu meinen Eltern. Oh, ich liebe meine Eltern. Dann siehst du sie, wie sie auf einmal nach ihren Eltern trachten, nach ihren Eltern suchen. Laut eines von Bukhari Muslim erwähnten Berichts kam ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam und er fragte ihn um Erlaubnis, am Dschihad teilnehmen zu dürfen. Er sallallahu alaihi wa sallam fragte ihn daraufhin, sind deine Eltern am Leben? Er antwortete mit Ja. Also sagte ihm der Prophet, dann führe den Dschihad aus, indem du dich um sie kümmerst. Also hier lernen wir, dass das Wort Dschihad nicht heiliger Krieg bedeutet. Wie viele Nicht-Muslime denken und einige Islamhasser es so darstellen wollen. Sein Dschihad bedeutet der heilige Krieg. Im Islam gibt es keinen heiligen Krieg erstmal. Heiliger Krieg bedeutet auf Arabisch Harbun Muqaddas. Ja, ein heiliger Krieg. Der Krieg ist nicht im Islam heilig, sondern der Krieg ist im Islam eine Notwendigkeit, eine Katastrophe teilweise, etwas Negatives vielleicht. Ja? So, deswegen die Muslime vermeiden es, Krieg zu führen. Vermeiden es, Krieg unter den Menschen zu entfachen. Ja? Ja. So, das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, hier, er sagt, dann führe den Dschihad aus, indem du dich um sie kümmerst. Heißt es, er soll seine Eltern töten, bekämpfen oder was bedeutet das? Das bedeutet, Dschihad bedeutet in der Sprache Anstrengung. Ja, dass man sich für etwas anstrengt. Und das kann auf militärische Form sein, auf ideologische Form, auf allen Formen. Hier zum Beispiel sagt er, strenge dich an. Vom Körper her, von deinem Geist her, um deinen Eltern Gutes zu tun. Das heißt, wenn du deine Eltern gut behandelst, ist das ein Dschihad bei Allah subhanahu wa ta'ala. Eine Anstrengung bei Allah. Eine Sache, die bei Allah hoch gesehen wird und belohnt wird. Mitten in der Vorbereitung seiner Armee für den Kampf, also für den Kampf damals, ja? Nicht, dass jetzt jemand das falsch versteht, sondern damals, als der Prophet mit den Gefährten gekämpft hat, im Krieg. Mitten in der Vorbereitung seiner Armee für den Kampf vergaß der Prophet ﷺ die Schwäche der Eltern und deren Rechte auf ihre Kinder nicht. Daher ermutigte er diesen Freiwilligen auf eine sanfte Art und Weise. Er erinnerte ihn daran, sich um seine Eltern zu kümmern. Trotz der Tatsache, dass er zu dieser Zeit alle verfügbaren Männer für den bevorstehenden Kampf gebrauchen konnte. Also er brauchte ihn für den Kampf. Aber er hat ihm gesagt, geh zu deinen Eltern und behandle sie gut, um uns zu zeigen, welche Stufe die Eltern im Islam haben. Dies ist deshalb der Fall, weil er die Bedeutung der respektvollen und gütigen Behandlung der Eltern verstand. Sallallahu alaihi wa sallam. Er kannte deren Position im allumfassenden islamischen System, das Allah zum Wohle und zur Zufriedenheit für die ganze Menschheit entworfen hat. Das heißt, der Islam ist eine Lebensweise, eine Anleitung für das glückliche Leben auf dieser Erde, und dazu gehört die gute Behandlung der Eltern. Als die Mutter von Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, dagegen protestierte, dass ihr Sohn den Islam angenommen hatte, sagte sie zu ihm: Gib den Islam auf, sonst werde ich in den Hungerstreik treten, bis ich sterbe. Also, Sa'd ibn Abi Waqqas, einer der großen Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, er gehört zu den 10, denen der Prophet sallallahu alaihi wa sallam das Paradies versprochen hat, zu ihren Lebenszeiten. Er ist zum Islam konvertiert in der Zeit von Mekka. Und wie das heute auch der Fall ist, bei vielen Konvertierten, ja, machen manchmal die Eltern Stress. Hier hat sie ihm gesagt: Wenn du nicht vom Islam rausgehst, dann werde ich nichts mehr essen und nichts mehr trinken, bis ich sterbe. Jetzt. Wie verhalten wir uns hier in dieser Situation gegenüber unseren Eltern? Viele Geschwister, leider, die konvertiert sind, lassen nach. Du fragst die Schwester: Warum trägst du kein Hijab? Meine Eltern sind dagegen. Bruder: Warum betest du nicht? Ja, zu Hause, meine Eltern, die haben was dagegen. Es gibt viele Geschwister, sie sind Muslime und die Eltern wissen gar nichts davon. Sie behalten es geheim. Ich frage diese Geschwister immer: Kann was passieren? Töten sie dich? Sperren sie dich ein? Nehmen sie dir dein Islam weg? Was können sie tun? Was machen? Was können die Eltern tun? Hier in Deutschland. Das Höchste, was sie tun können, dich aus der Wohnung schmeißen. Okay, was machst du dann? Nimmst ihn in die Wohnung. Ganz einfach, dann nimmst du ihn in die Wohnung. Fertig. Ja, das war's. Wo ist das Problem? Yani, welche Folgen hat es, den Hijab zu tragen, während deine Eltern dagegen sind? Wenn sie dich schlagen wollen, ruf die Polizei an. Ganz einfach. Ganz einfach. Wenn sie dir Gewalt antun, Polizei anrufen. Meine Eltern wollen mich schlagen, weil ich Kopftuch trage. Wenn sie dich rausschmeißen, nimm dir eine Wohnung. Wenn sie dich einsperren, gibt es auch. Ja, sperren dann die Leute ein, die Kinder. Dann kein Problem. Sagt: Könnt mich einsperren, wie ihr wollt. Ich trage mein Hijab, ich bete mein Gebet. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich tue hier keinem etwas Böses. Ich tue hier kein Verbrechen. Ich praktiziere einfach nur meine Religion. Das heißt, was kann passieren? Was kann passieren? Schaut mal hier, sie hat ihm gesagt: Ich esse nicht mehr, ich trinke nicht mehr, bis ich sterbe. Warum? Sie hat gesagt: Dann wirst du dich vor den Arabern schämen, da sie sagen werden, er tötete seine Mutter. Genauso heute. Sie machen das, diesen Druck, üben sie aus, wegen den Leuten. Damit es nicht heißt, ja, die Familie Schneider, was ist da los bei denen? Die Tochter trägt auf einmal Kopftuch. Der Sohn vom Franz, der ist ja auf einmal kein Schwein mehr. Der ist Moslem geworden, hast du schon mitbekommen? Hast du schon gehört, der ist Moslem geworden, ja? Ja, wirklich? Echt? Nö, glaube ich nicht. Doch, doch, der trägt sogar einen Bart, wie ein Salafist, ja? Der trägt sogar einen Bart. Der fastet auch im Monat Ramadan. Monat Ramadan, das ist diesen Monat da, wo die fasten, fastet er sogar. Echt, boah. Und dann kommen sie zu den Eltern und: Ich habe gehört, dein Sohn ist Sohn geworden, ist Moslem geworden, stimmt das? Ja, hier und da und ja, wir haben schon mit ihm geredet. Der will einfach nicht hören, der Junge. Wissen nicht, was mit ihm los ist. Ja? Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Warum? Ja? Ihr kennt das. Ja, ihr kennt das. Aber wo ist das Problem? Dann ist es halt so. Dann sind die halt nicht damit zufrieden und ja, kein Problem. Die Mutter hat gesagt: Ich werde nichts mehr essen, nichts mehr trinken, bis ich sterbe, und die Araber werden über dich fluchen und werden sagen: Dieser Mann ist Grund dafür gewesen, dass seine Mutter gestorben ist. Sa'd sagte zu ihr: Bei Allah, du solltest wissen, selbst wenn du 100 Seelen hättest und sie deinen Körper eine nach der anderen verließen, würde ich nie den Islam aufgeben. Egal was du tust, den Islam werde ich nicht aufgeben. Also hier, Güte zu den Eltern, auf jeden Fall, aber es bedeutet nicht, dass du deine Religion damit einschränkst. Ja, meine Eltern haben halt gesagt, ich soll das Kopftuch erstmal nicht tragen. Meine Eltern haben gesagt, ich soll erstmal studieren und dann mit 35 heiraten. Meine Eltern haben gesagt, ich soll erstmal meinen Bart so kürzen, nicht mehr so lang tragen. Meine Eltern haben gesagt, die Güte zu den Eltern ist eine Sache, aber Allahs Gesetze zu übertreten, aufgrund der Eltern, ist wiederum eine andere Sache. Hier, er hat gesagt, egal was du machst, auch wenn du 100 Seelen hättest und sie deinen Körper eine nach der anderen verließen, würde ich nie den Islam aufgeben. Niemals, ich bleibe Muslim. Dann offenbarte Allah einen Vers, in welchem Sa'd für die Härte der Antwort an seine Mutter getadelt wurde. Diese Aussage von Sheikh Ali al-Hashimi kann ich so nicht unterstützen, weil die Mufassirun haben das nicht erwähnt, dass er getadelt wurde dafür, dass er das gesagt hat. Also die Mufassirun, also die Tafsir-Gelehrten, erwähnen diese Geschichte und haben dazu einen Kommentar gegeben und gesagt, das ist ein Beweis dafür, dass du deinen Eltern in der Sünde nicht gehorchen sollst. Und zwar der Vers Allah subhanahu wa ta'ala, wo er sagt, wenn sie sich aber darum bemühen, dass du mir das beigesetzt, wovon du kein Wissen hast, dann gehorche ihnen nicht. Doch geh mit ihnen im Diesseits in rechtlicher Weise um. Also, wenn sie dir befehlen, das Gebet zu unterlassen, das Kopftuch zu unterlassen und, dann gehorche ihnen nicht, niemals. Aber behandle sie gut. Und das ist die Kunst, ihnen Ungehorsam zu leisten, bei den Sünden, sie aber gleichzeitig gut zu behandeln. Das haben viele von uns nicht gelernt. Und viele von uns verfehlen das. Man gehorcht ihnen nicht in der Sünde und dann behandelt man sie grob. Schreit sie an, diskutiert mit ihnen, sagt, ihr seid falsch, ihr seid Kuffar, ihr seid so. Die Kunst liegt dabei, dass du ihnen Ungehorsam leistest bei den Sünden, aber gleichzeitig behandelst du sie gut. Die Geschichte des hingebungsvollen Anbeters Jurayj. Es gibt die bekannte Geschichte von Jurayj, Al-Abid, der Diener, welcher vom Propheten erwähnt wurde. Ja, er sagt hier, dies ist eine lebhafte Darstellung der Bedeutung des Respekts und des raschen Gehorsams gegenüber den eigenen Eltern. Kurz diese Geschichte und damit schließen wir ab, inshallah. Eines Tages rief ihn seine Mutter, während er betete. Das war ein Mann vor der Zeit des Propheten sallallahu von den Kindern Israels. Und er fragte sich, seine Mutter hat ihn gefragt und er war am Beten. Sie hat ihn gerufen, während er am Beten war. Und er fragte sich, mein Herr, meine Mutter oder mein Gebet, während er gebetet hat. Ja? Soll ich jetzt meine Mutter antworten? Soll ich weiter beten? Was soll ich machen? Er entschied sich dafür, sein Gebet fortzusetzen, anstatt seiner Mutter zu antworten. Sie rief ihn ein zweites Mal, aber er fuhr fort zu beten und er antwortete ihr nicht. Dann rief sie ein drittes Mal. Als er nicht antwortete, betete sie zu Allah, ihn nicht sterben zu lassen, bis er das Gesicht einer Prostituierten gesehen hatte. Und es gab dann eine Prostituierte, die dann von irgendwelchen kranken Leuten damals dazu mobilisiert worden ist, dass sie zu ihm gehen sollen und ihn verführen sollen. Ja, und sie hat versucht, ihn zu verführen für die Sinner. Und er hat abgelehnt, sofort gesagt, na, ich mache das nicht, aber er hat sie gesehen. Er hat sie gesehen, so wie seine Mutter Dua gemacht hat. Und dann, wie gesagt, ging sie hin, ich fasse das kurz zusammen, und hat dann Unzucht begangen mit einem Schäfer. Als sie schwanger geworden war, hat sie zu den Leuten gesagt, Jurayj hat mit mir Sinner begangen und dieses Kind, was ich hier im Bauch habe, ist von ihm. Daraufhin zogen die Leute los und zerstörten den Platz, an dem Jurayj zu beten pflegte. Er hatte so einen Platz, wo er immer gebetet hat, sie haben das kaputt gemacht, weil sie so enttäuscht gewesen sind. Wie kann es sein, Jurayj, der Anbeter, der Abid, der Diener, und so gut ist er und auf einmal will er uns etwa hier irgendwas vorzeigen, dieser Heuchler, dieser so und so und so und so. Und der Herrscher ließ ihn auf einen öffentlichen Platz bringen. Auf dem Weg dorthin erinnerte sich Jurayj an das Gebet seiner Mutter und er lächelte. Er hat gesagt, Subhanallah, das ist die Strafe. Ich habe ihr nicht geantwortet, ich hätte ihr antworten müssen. Als er zur Bestrafung vorgeführt wurde, bat er um die Erlaubnis, 2 Gebetseinheiten beten zu dürfen. Ja, Rakaten. Dann bat er darum, den Säugling herbeizubringen. Und er flüsterte ihm ins Ohr und sagte zu ihm, wer ist dein Vater? Ein Säugling, ja, gerade geboren. Ja, ich habe ja eben gesagt, sie war schwanger. Falsch, sie war schwanger und wurde dann, ja, und hat dann das Kind geboren und hatte das Kind im Arm und sagte, dieses Kind gehört Jurayj. So war das. Und dieses Säugling kann nicht sprechen. Ein Säugling, kleines Baby. Er hat ihm gesagt, wer ist dein Vater? Der Säugling antwortete und sprach, mein Vater ist der Herr so und so, der Schäfer, also dieser Schafhirte. Die Leute waren ziemlich überrascht und haben Allah gepriesen. Und sie sagten zu Jurayj, verzeihe uns, ja, wir werden deinen Gebetsplatz mit Silber und Gold wieder aufbauen. Er sagte, nein, er baut ihn einfach nur, wie er war, mit Ziegeln und Lehm. Also diese Rechtschaffenheit von ihm und dieses Vertrauen bei Allah subhanahu wa ta'ala hat es dazu gebracht, dass ein Säugling gesprochen hat, subhanallah. Ja? Und unter anderem liegt es daran, dass er gütig zu seiner Mutter gewesen ist. Er war gut zu seiner Mutter. Obwohl er diesen Fehler begangen hat, Allah subhanahu wa ta'ala hat dadurch, durch diese Güte zu seiner Mutter, das Kind zum Sprechen gebracht. Im Hinblick auf diese von Bukhari berichtete Erzählung sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wenn Jurayj das richtige Wissen gehabt hätte, al-Fiqh, für Dien, Verständnis in der Religion, dann hätte er gewusst, dass es wichtiger gewesen wäre, seine Mutter zu antworten, als sein Gebet fortzusetzen. Also das freiwillige Gebet, ja, nicht das Pflichtgebet. Infolgedessen empfahlen die rechtsgelehrten Fuqaha, dass ein freiwilliges Gebet, auf arabischen Nafila, unterbrochen werden muss, wenn jemand von seinen Eltern gerufen wird. Also wenn er von jemand von seinen Eltern gerufen wird. Demnach ist es verpflichtet, ja, sein Gebet zu unterbrechen, um ihnen zu antworten. Subhanallah. Ajib. Wie ist es dann noch bei den erlaubten Dingen, die man so tut? Wie ist es dann noch bei den Sünden, die man begeht? Da gibt es Leute, die wollen diese Sünden nicht unterbrechen, wenn die Mutter anruft, wenn der Vater anruft. Sagt, nein, ich bin gerade beschäftigt. Hier, du sollst dein freiwilliges Gebet unterbrechen, wenn deine Mutter dich ruft, wenn dein Vater dich ruft. Wie ist es dann noch, wenn du faul auf der Couch sitzt und gerade Playsee zockst? Wenn du gerade mit deiner Freundin telefonierst, A'udhu Billah, oder mit deinen Freunden chattest, WhatsApp, und dein Vater dich ruft, und deine Mutter dich ruft. Wie ist es dann damit? Subhanallah al-Azim. Seht ihr, was für eine Stellung die Eltern verdient haben und sie bei Allah subhanahu wa ta'ala bekommen haben, dass du sogar deine freiwillige Tat unterbrechen sollst, um ihnen zu antworten. Subhanallah al-Azim. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben. Wie gesagt, wir machen viele Fehler gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala sowieso, gegenüber unseren Eltern, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Man soll sich erziehen. Man soll sich einreden. Guck mal, das sind meine Eltern, ich muss sie gut behandeln. Ich muss sie vernünftig behandeln. Sie haben das Anrecht, gut behandelt zu werden. Allah subhanahu wa ta'ala belohnt dich dafür, Allah segnet dich dafür. Und so wie du behandelt werden willst, von deinen Kindern, so musst du auch deine Eltern behandeln. Wenn du deine Eltern schlecht behandelst, werden deine Kinder dich noch schlechter behandeln. Das ist die Regel. So wie du andere behandelst, so wirst du auch behandelt. Du willst gut behandelt werden, also behandle deine Eltern gut. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan jazaa, für das Zuhören. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen.